Howdy Leute, euer MF Tucker hier und wir gucken uns heute die neuen Aspekte und ein paar Fragmente für Arcus 3.0 an. Die kann man nämlich jetzt bei Bungie schon sehen. Ich hatte heute eigentlich ein anderes Video geplant, beziehungsweise ich habe das Video fertig gemacht. Und zwar, welche Exo-Waffen, Energieslot und Powerslot ihr euch für Arcus 3.0 schon mal an die Seite packt. Dann kam das. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das erstmal an und wir überfliegen das Ganze natürlich, gucken uns nur die Aspekte an. Ich werde jetzt hier nicht den ganzen Text einzeln vorlesen. Vorab so, was sie hier schreiben, Arc is really just go fast and hit stuff. Das heißt, mit Arcus sollen wir sehr viel schneller in der Bewegung werden, ja. Wir bekommen einen neuen Damage Buff, ja, also Amplified, also sowas wie verstärkt halt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze an und fangen direkt an hier mit dem neuen Buff. Und zwar New Buff Amplified, which is a key to the Arc 3.0 Experience. Ein verstärkter Hüter ist schneller, also in was bezüglich des Movement Speeds und des Waffenhandlings, agiler und kann... Kann längere Slides machen, also kann weiter rutschen. So. Also das hat dann auch, das hat auch eine Funktionalität für dann Folgeangriffe. Anders wie andere Damage-Buffs, wie zum Beispiel strahlend von Solar, muss man dafür keinen speziellen Aspekt oder Fragment drin haben. Ja, das heißt also, alle Arcus-Klassen können das bekommen. Nachdem man schnell Gegner mit irgendeinem Arcus-Damage besiegt hat. Und die Aspekte und Fragmente sind nur dafür da, um mehr Benefit davon zu bekommen, von dem Buff oder um den länger zu haben und so weiter und so fort. So, wenn ihr dann ein paar Sekunden gesprintet seid, dann wird jeder verstärkte Hüter bekommt einen Boost im Speed, also Movement Speed halt. Ja, ihr rennt dann schneller. Und man bekommt einen PvE Damage Resistance Buff, ja. Also das heißt, wir bekommen Schadensresistenz und wir können weiter rutschen halt, ja. Imagine full on Metroid Speed Booster Mode, only Samus ist normal. Also hier kleine Anlehnung an Samus. So, das ist das auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir... okay, hier... Jetzt kommen wir zu den Debuffs von Arcus 3.0, ja. Blind and Yold, ja. Blinded Opponents in PvE won't be able to see. Also das ist halt so wie vom Blendgranatwerfer, wir kennen das, ja. Also der Titan hat ja auch schon Blendgranaten. Also das ist, also es ist nichts Neues, ja. So, so und Yold ist, so, warte mal, lass mich Yold, wo er Damage will. Okay, also Yold ist im Endeffekt das, was der Arcus Warlock mit seinem Arcus-Netz schon hatte, ja, dass wenn die Damage bekommen, dass die ja, Blitze, so Kettenblitze von sich aussenden und ja, dass die sich halt untereinander verketten. So, Arcus 3.0, ionische Spuren, welche... Okay, diese ionischen Spuren, was man halt vom Warlock kennt, vom mittleren Baum, das gibt uns halt dann Energie für unsere Abilities. Das heißt, wir haben noch zusätzlich zu den Elementarquellen, haben wir noch eine zusätzliche Ressource, sage ich mal, um unsere Fähigkeiten aufzubauen. Das heißt, die Builds, die ich schon gebaut habe, zum Beispiel das mit dem Titan, mit Herz des Innersten Nichts, wird wahrscheinlich noch kranker werden. Man wird wahrscheinlich dauerhaft die Abilities einfach am Start haben. So, jetzt, wo wir die Basics besprochen haben, gehen wir rüber. Also, wir fangen an mit dem Hunter und ich werde jetzt nicht alles durchlesen. Wir gucken uns das irgendwann nochmal in Ruhe an. Wir werden jetzt wirklich nur auf die Aspekte eingehen und auf die Fragmente. So, da haben wir hier bei dem Jäger Flow State. Also, wenn man einen Gegner besiegt, ja, der vom Arcus-Netz betroffen ist, ja, also Yolted, dann werden wir verstärkt und wenn wir verstärkt sind als Jäger, dann wird sich unser Ausweichen schneller regenerieren und macht uns resistenter gegen Schaden und wir können schneller nachladen. Tempest Strike, ja, das ist das, was man vom Hunter schon kennt im Endeffekt. Also man macht Sliding Melee, also einen rutschenden Nahkampf und man macht so eine Arcus
Wave vor sich und die macht halt ordentlich Damage und gibt den Gegnern dann auch Arkusnetz. Oder macht dann halt auch ein Arkusnetz auf die Gegner in seinem Weg. So, dann haben wir den bei dem dritten Aspekt. Was haben wir da? Nachdem wir ausgewichen sind, ist die Melee-Range erhöht und die nächste Melee-Attacke macht auch Arkusnetz auf den Gegner. And creates a damaging lightning aftershock. When used with the Arc Staff Super, after dodging the Hunter's next Staff Light Attack hits twice. In addition, hitting a yolted enemy with melee attack will blind them. Okay, das ist ein bisschen Push für die Super auf jeden Fall auch. Und ja. Ja, Damage in Lightning, Aftershock, also da kommt danach nochmal irgendwie was runter oder sowas. Irgendein Blitz, müssen wir halt mal gucken dann, ja. So, was haben wir da noch? Also erstmal vorab, Entschuldigung, wenn ich mal manchmal ein bisschen länger lesen muss. Englisch ist bei mir auch so eine Weile her. Ich habe es schon mal letztes Mal unter den Kommentaren einer geschrieben, weil einer zu mir sagte, ich kann ja noch gut Englisch, wo ich einen Twap übersetzt habe. Also das letzte Mal, wo ich wirklich Englisch gesprochen habe, das war im Einsatz 2016 auf 2017, als ich da mit den Amis mich unterhalten habe, öfters mal im Camp. Und von daher, ich bin auch ein bisschen eingerostet. Und gerade so Gameplay-technisch sind das auch nochmal immer Sachen, so mein Englisch bezieht sich mehr auf militärisches Englisch, als jetzt hier so Gameplay, also nur davon ab. So, was haben wir da noch? So, Arcus 3.0 wird Blink Movement für den Arcus Hunter zurückbringen. Blink Ability, Baseline Buff for any class that has access to it. Looking at you, Void Warlocks. Blink hasn't really been touched. Also Blink Teleport halt. Oder beziehungsweise sowas wie Maske von Bakris, ja, auf dem Jäger. Ja, okay. Ob das so geil ist, schauen wir mal. So, dann gucken wir hier beim Warlock. So, Warlock haben wir hier einmal die Arx Hole. Okay, das ist das, was ich auch letztes Mal in meinem Warlock-Bild gesagt habe. Die Arkoseele wird der Warlock behalten. Das ist auch so. Wenn der Warlock hier ein Rift stellt, bekommt er eine Arkoseele und die wird Spieler im Kampf unterstützen. Verbündete, die auch in dem Rift stehen, werden auch die Arkusseele bekommen und das Rift baut sich schneller auf, wenn Verbündete in der Nähe sind und wenn man verstärkt ist, ist jede Arkusseele supercharged, also das heißt, die hat eine schnellere Feuerrate. So, Lightning Surge. The Warlock activate the melee while sliding to transform into a ball of lightning and teleport forward, calling down a field of lightning bolts as the exit point that yields targets. Okay, also der Warlock bekommt dann einen, das ist krass, also der bekommt einen Nahkampf. Während er rutscht, transformiert er sich in einen Blitz, einen Ball aus Blitzen und teleportiert nach vorne. Und da, wo er quasi, wo das Ganze dann endet, ja, dann kommt also ein Feld von Blitzen runter und das gibt dann halt auch auf die Ziele Arkusnetz, ja, also dann haben wir die auch vernetzt. Electrostatic Mind. Arc Ability Kills and Kills on Arc Debuffed Enemies create Ionic Traces. When you collect any Ionic Trace, you become amplified. Okay, das wird wahrscheinlich ein Aspekt sein, was man in vielen, vielen Builds verbauen wird, weil durch Arcus Fähigkeiten Kills und Kills auf Gegner, die von Arcus schon gedebufft sind, ja, also sowas wie Yolted dann halt, ja, bekommen wir einmal diese ionischen Spuren und wenn wir diese dann aufheben, werden wir verstärkt. Das wird wahrscheinlich ein Must-Have-Aspekt sein auf dem Warlock für die meisten Builds, ja, weil das gibt natürlich, bringt natürlich ordentlich was mit ins Kit. So, dann haben wir hier den Titan. Bla 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 bla. Wie gesagt, ich lese mir das lese ich mir nachher in Ruhe durch. Ich gehe jetzt nur eben Aspekte und Fragmente mit euch schon mal durch. So, like the other subclass Arc 3.0, Titans will have three aspects to select from. Touch of Thunder improves Arc Grenades in the following ways. Oh, okay, jetzt bin ich gespannt. Flashbang macht also einen zusätzlichen Blindimpuls beim ersten, also wenn die das erstmal aufprallt, ja, also nochmal zusätzlich.
Die Pulsgranate, wenn die Granate Gegner Schaden macht, dann wird auch eine ionische Spur für den Titan erzeugt. Und die Pulsgranate. Pulsgranate Damage Increase over time. Okay, also der Schaden von der Pulsgranate erhöht sich. Das hat er aber, glaube ich, das hat er jetzt, glaube ich, auch schon, oder? Wartet mal, lass mich mal eben gucken. Ich meine, das hat der Titan jetzt auch schon auf der Pulsgranate. Da gucken wir mal eben nach. So, was haben wir da noch? Lightning. Grants an additional charge for lightning grenade and yields targets on initial blast. Okay. Zweite Ladung. Wichtig, ihr wisst, ich habe es euch jetzt in den ganzen Builds auch schon gesagt, ja, das ist sehr, sehr stark. Also hier eine Granate, die Feinden in ihrem Explosionsradius regelmäßig Schaden zufügt. War das nicht hier? Erhalte eine zusätzliche Granatenladung, erhöht die Dauer von Granaten. Ah, okay, die Dauer, nicht den Schaden. Ja, aber auf jeden Fall, so ist das Bild ja, was ich auch gebaut habe, mit zwei Arkus-Ladungen. Und ich sage euch, mit dem Bild hier, findet ihr ja bei mir auf der Buildlist, das könnt ihr safe so direkt zum Anfang spielen. Das wird richtig krass werden. Ich sag's euch, Leute, dieses Bild guckt bei mir auf der Build-Playlist, habe ich vor kurzem hochgeladen. Das Bild, so könnt ihr da schon für nehmen. Das sage ich euch jetzt schon. So, dann haben wir Lightning, so Storm, Sturmgranate creates a roaming thunder cloud that moves and tracks enemies similar to Stasis Hunter Silent and Scrolls firing lightning bolts at the ground. Similar to Stasis Hunter Silent and Scrolls that moves and tracks. Okay, also es wird eine Sturmwolke erzeugt, die dann den Gegner trackt und verfolgt, quasi so wie die Stasis-Super vom Titan, vom Jäger, und feuert dann Blitze unter sich. Ja, also die verfolgt dann und schießt dann die ganze Zeit irgendwie so Blitze auf den Boden. Hört sich auch ganz witzig an. So, dann haben wir Juggernaut. While sprinting and with full class ability energy, the Titan gains a frontal shield that blocks incoming damage. When amplified, the shield is stronger. Once the shield is depleted by taking damage, the player's class energy is depleted. Okay, das ist so ein bisschen ähnlich wie vom Lorelei-Helm, die Funktion. Und zwar, solange wir eine volle Klassenability haben, das heißt, solange wir unsere Barrikade aktiv haben und wir sprinten, bekommen wir ein Frontalschild. Und der blockt halt Damage. So. Wenn wir verstärkt sind, ist der Schild stärker. Und wenn der Schild halt runtergenommen wird, weil wir Damage bekommen, dann ist quasi auch unsere Klassenfähigkeit leer. Also das ist ja ähnlich wie mit dem Lorelei-Helm auf dem Titan. So, entweder ihr stellt die Barrikade, ja, oder das Spiel macht es für euch im Endeffekt so, wenn ihr low seid, ja, also wenn ihr dann in den roten Bereich droppt, dann wird automatisch eure Barrikade gestellt, aber dafür wird halt auch eure Klassenenergie benutzt. So ähnlich ist das hier. So, dann haben wir Knockout, Melee Kills, Trigger Health, Regeneration makes the Titan amplified. Okay, das wird auf jeden Fall auch stark werden, definitiv. Melee Kills, ja, wir kriegen Lebensregeneration, und das ist natürlich hier auf Arkus, ist natürlich Heal. Heal ist immer gut, weil bis jetzt habe ich sonst von Heal noch nichts gelesen, außer nur Schadensresistenzen. Der Titan wird dadurch verstärkt. So, wenn wir einen Gegner kritisch verwunden oder ein Schild brechen, dann bekommen wir erhöhte Melee-Range und erhöhten Damage für eine gewisse Zeit. So, und der Titan Melee wird Arkus verstärkt, solange Knockout aktiv ist. So, to complement the class specific aspects will also a suit of new fragments. So, jetzt kommen die neuen Fragmente. Und da haben wir hier schon mal welche, die sie uns vorstellen. Spark of Beacons, when the player's amplified, Arc Special Weapon Kills create a blinding explosion. Okay, das ist auch nice, ja. Also wenn der Gegner verstärkt ist, dann werden Arkus-Spezialwaffen eine Explosion erzeugen, die die Gegner blendet. Ja, jetzt denken wir mal zum Beispiel Plug One oder sowas, wo Fusionsgewehr eben britt, einmal was da rein, oder Nachsicht, hier der Granatwerfer. Ich hab ja ein Video dazu gemacht, welche Energiewaffen und sowas ihr euch dafür wegpacken sollt, ja, und Speziwaffen. Auf jeden Fall hört sich gut an, ja, könnte wichtig werden, auch Blinding, also Blenden ist immer gut.
Spark of Resistance, when surrounded by enemies, the player has increased damage resistance. Okay, also wenn wir umzingelt sind, erhöhte Schadensresistenz plus die 100, also plus die knapp 47% Schadensresistenz, wenn wir 100 Belastbarkeit spielen, kriegen wir nochmal Schadensresistenz drauf, wenn wir umzingelt sind. Ja, okay, ziemlich geil auch, ja, wenn das auch genau so stackt mit 100 Belastbarkeit dann. Spark of Momentum, sliding over armor will reload your weapon and grant a small amount of melee energy. Sliding over heavy ammo increase the amount of energy granted. Okay, also wenn ihr über einen Ammo Brick rutscht, dann wird eure Waffe nachgeladen und gibt euch ein klein wenig Nahkampfenergie zurück. Wenn ihr über Heavy Munition rutscht, dann bekommt ihr mehr Energie zurück. So, und Spark of Shock. Also hört sich jetzt ganz witzig an, wird vielleicht, könnte ich mir eher vorstellen, dass das so ein PvP-Ding wird. So, und dann haben wir, ja, wobei Heavy, über Heavy rutschen im PvP ist jetzt auch nicht so geil, aber über Spezial. Halt, oder? So, Spark of Shock, the players arc grenades, your enemies. Ja, das wird man wahrscheinlich dann immer dabei haben. Also die Arkusgranaten, egal welcher Art, werden dann halt das Arkusnetz auf die Gegner machen. Ja, das heißt, das bringt ja auch ganz viele andere positive Sachen mit unseren Aspekten dann verbunden, was wir jetzt heute gelesen haben. Also das wird wahrscheinlich auch was sein, was wir auf jeden Fall spielen werden. Ja, okay, hört sich auf jeden Fall erstmal krass an. Ich bin gespannt, wie sich das niederschlägt mit dem Sprinten, wie schnell wir wirklich werden. Ja, ich bin gespannt und ich bin auch gespannt auf die Schadensresistenz. Was jetzt gut ist, was ich hier lese, es gibt keinen Heal oder irgendwie sowas, außer gut, der Titan halt mit Knockout, ja. Aber ich habe jetzt nichts irgendwie von Heal gelesen. Jetzt gut, jetzt muss man mal abwarten, was noch an Fragmenten kommt. Aber overall liest sich das erstmal gut, ja. Ich bin gespannt. Bin echt gespannt aufs Movement, ja, wie krass das wird. Ja, Leute, das war's. Ich entschuldige mich für mein etwas langsames Übersetzen hier. Also ich lese gerade das erste Mal. Ich habe es vorher noch gar nicht gelesen, ja. Deswegen spare ich mir das jetzt auch alles, weil wenn wir das jetzt alles hier übersetzt hätten, dann hätten wir jetzt keine Ahnung, wie lange gesessen. Wir haben jetzt erstmal die Aspekte gesprochen, über die Fragmente gesprochen, haben so einen ersten Einblick. Ich hoffe, das ist erstmal okay für euch. Ja, dann werde ich mal gucken, morgen oder spätestens dann am Wochenende das Arcus Exo Video hochladen, was ich jetzt schon fertig geschnitten habe. Ich will nur gucken, wegen dem Algorithmus kommt das immer ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Videos hochladen würde, ein bisschen versuche ich mich da auch dran zu halten. Ja, Leute, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao!